Hallo und herzlich willkommen heute mal wieder mit einem neuen Toy Review, diesmal mit Transformers TFC Hercules Team Member Heavy Labor. Heavy Labor ist natürlich einer der Constructicons quasi, die aus der G1-Line den Devastator bilden, und hier quasi haben wir das Pendant zu Longhaul, dem Transporter, besagt dem, dem Verlade oder wie auch immer, Transporter, keine Ahnung, von Schutt halt. Ein sehr cooles Fahrzeug eigentlich, nur hier muss ich ganz ehrlich sagen, vermisse ich echt ganz viele Details. Hier will ich mir auf jeden Fall versuchen, die Repro-Labels noch von TFC-Toys zu holen, um quasi mehr Details dieser Figur zu geben. Weil dann haben wir hier schwarz-gelb dann drauf zu streifen. Das finde ich halt ziemlich cool, das fehlt hier eindeutig. Was aber auch an dieser Figur mir auffällt, ist, sie hat einige nette kleine Easter Eggs. Besonders hier an der Seite, was hier steht, ist quasi der Name der kompletten Teams, das heißt Hercules. Das, ihr fragt mich, wieso es so ist? Ganz einfach, überlegt doch mal. H-C-L. So, und jetzt haben wir die Zahlen. Jetzt haben wir 5, 18, 21, 5, 19. Jetzt versucht das mal in Buchstaben zu fassen. Genau diese Zahlen. 5 ist das E, 18 ist das R und so weiter und so fort. Finde ich ziemlich cool. Auf jeden Fall sehr gut gelungen. Ja, die Figur hinten hat, wie gesagt, so ein bisschen Fläche. Das meiste der Fläche wird leider durch die Arme blockiert. Die Figur ist leider auch vom Fahrzeugmodus so, dass sie nicht kippbar ist. Das heißt, es ist wirklich alles massiv fest. Hier hinten sehen wir die Konnektoren, die dann später den Beinmodus bilden, oder besagt den Hüftmodus. Ja, auch genauso wie die anderen Teammember wird diese Figur mit einem schönen Instruction Sheet geliefert im DIN A4 Größe. Hier sehen wir dann einmal die Figur, wie sie sich verwandelt. Auch die farbigen Teile sind in grün. Haben wir einmal schön das große Artwork. Und hier sehen wir dann quasi, man kann hier die Auspuffrohre noch oben befestigen. Das sind quasi hier diese Waffen. Ich habe es jetzt hinten drauf gemacht, gefällt mir irgendwie besser. Ja, und hier sehen wir den Hüftmodus quasi. Ja, jetzt legen wir es erstmal zur Seite. Die Figur wird wie alle Teammember natürlich mit einer schönen Verpackung geliefert. Hier einmal mit dem Robotermodus, dem Fahrzeugmodus und dem Hüftmodus. Hier sehen wir natürlich auch nochmal einige Details. Hier im Hintergrund sehen wir natürlich auch nochmal dieses Artwork hier unten nochmal eingearbeitet, auch ziemlich cool. Und nochmal eine Seite, das große Artwork. Ja, unten Warnhinweis und das war es eigentlich schon. So, den Karton stellen wir mal zur Seite. Jetzt kommen wir einfach mal zu Heavy Labor an sich. Die Waffen machen wir mal ab. Diese Waffen lassen sich ineinander stecken, quasi wenn ihr hier die anderen Komponenten da noch zu habt. Die stecken quasi so ineinander und dann bilden sich zwei große Waffen, einmal in Rot, einmal in Lila. Habe ich aber auch schon in dem anderen Review geklärt. Kommen wir jetzt einfach mal zu der Figur und zu der Verwandlung. Die ist eigentlich relativ simpel gehalten und trotzdem ziemlich cool. Ihr klappt einmal die Beine hier unten herunter. Wir haben hier so kleine Packs und hier unten sind so Stifte. Und die greifen quasi hier ineinander. Wie seht ihr diese Stifte nochmals? So, aber wie gesagt, erstmal jetzt die Beine nach unten klappen. Dann klappen wir hier die komplette Hüfte. Die ist bei mir ein bisschen schwerer zu bedienen. Nach unten, dann hier vorne den Frontgrill, einmal nach unten klappen, um die Hüfte quasi, den Hüftschutz zu bilden. Dann klappen wir einmal die Beine, einmal hier herunter, das gleiche nochmal hier. Dann klappen wir hier den Fuß nach unten, ebenso nochmal. Und schon sind die Beine schon mal fertig. Dann die Rückseite ziehen wir hier vorsichtig auseinander. Hier sind mehrere Packs. Ihr seht es hier unten überall. Die einmal so auseinander. Hier unten ist ein Stift. Der greift auch hier unten das Loch. Sehen wir jetzt hier nochmal schön in der Aufnahme. So,
klappen einmal so auseinander. Das Rückenteil klappen wir einfach so nach unten. Ist ja auf so einem Doppeljoint. Klappen hier das Teil auch nochmal nach unten. Ist leider sehr locker. Ihr könnt es auch nirgendwo feststecken, was ich sehr schade finde. So, dann klappen wir hier vorne einmal diese Seitenteile auseinander. So, ist alles ein bisschen schwerfällig bei mir. Hier ebenso. Nur dieses Teil hier vorne, bitte sehr vorsichtig sein, denn hier unten ist ein kleiner Pin, der quasi hier reingesteckt wird und die Hand quasi festhält. Jetzt einmal den Arm quasi einmal so herumdrehen und den Arm nach unten drehen. Das gleiche hier noch einmal. Auseinander, rum, Hand rumklappen und herunterklappen. So. Und jetzt einmal den Frontgrill vorne öffnen und den Kopfmodus oder besser den Kopf selbst einmal rausholen. Das ist hier bei mir leider auf einem sehr, sehr lockeren Gelenk. Ihr seht selbst. Nicht sehr schön, aber nun gut. Das lässt sich aber im Robbermodus korrigieren, denn wir haben hier vorne im Frontgrill so zwei Packs drin und die greifen hier direkt ein. Und dann ist fest. So, wir sehen auch hier die Konnektoren-Slots für den oberen Körper dann später. Ja, und das ist dann Heavy Labor, wie gesagt, fertig. Wir können auch das Teil hier nochmal öffnen. Das wird dann quasi später nach oben gesteckt. So, ja, das ist wie gesagt Heavy Labor im Robotermodus. Sehr bullig, sehr massiv. Die Kanonen können wir eben entweder in die Hände stecken. Was mir aufgefallen ist, diese ganzen Figuren werden nur mit kleinen Pistolen geliefert, die zusammen zu zwei großen Gewehren kommen. Aber eigentlich, bis auf Matt Blender, wird keiner von denen mit Gewehren geliefert. Finde ich auch nicht sehr schade irgendwie, aber naja gut. Ja, die Waffen, wie gesagt, die könnt ihr entweder hier zusammenklappen oder ihr steckt sie hier hinten in diese Konnektoren-Slots. Die natürlich dann auch, falls ihr euch dann quasi im Robotermodus stören, ihr wollt sie nicht in den Händen persönlich haben, könnt ihr sie quasi hinten hinter den Schultern befestigen. Finde ich auch ein ziemlich cooles Gimmick. Gefällt mir auf jeden Fall. Die Figur selbst ist ein bisschen Heavy Load wegen diesem Teil hier hinten. Finde ich auch schade. So ist es normalerweise richtig verwandelt. Hier oben ist ein kleines Gelenk. Ich bevorzuge es allerdings, wenn es hochklappt an diese grauen Slots. Und hier hinten ist einfach noch ein bisschen stärker anwinkelt. Das ist mehr wie eine gerade Fläche nach unten bildet als so. Aber das ist jedem selbst überlassen. Ja, die Figur, wie gesagt, hat ziemlich viele Details. Wir sehen einmal hier vorne der Frontgrill. Gelbe, rote Lampen. Hier oben silberne Lampen. Hier die Front, ich weiß nicht, was es darstellen soll. Sicherung, keine Ahnung. Auf jeden Fall ziemlich cool. Auch hier die Schultern, hier innen drin sind kleine mechanische Teile. Die Hände, finde ich, sind auch ziemlich cool gemacht. Auch die Beine, die Hüften, ziemlich cool. Hier innen drin sehen wir auch nochmal eine Menge Details. Schon ziemlich cool gemacht. Auf jeden Fall. Hier innen sind die Beine nur leider ein bisschen hohl, aber nun gut. Soll mich jetzt nicht unbedingt stören. Die Figur an sich hat natürlich auch eine Menge Gelenke. Ihr könnt das Bein hochklappen. Wenn ihr es ganz hochklappen wollt, müsst ihr den Brustschutz, den Lendenschutz ein bisschen hochklappen. Also natürlich Kniegelenke. Er hat auch zwei Kniegelenke effektiv. Das heißt, ihr könnt das Knie auch noch ein bisschen verlängern, wie ihr wollt. Das Bein lässt sich natürlich auch mal drehen. Hier oben natürlich auch der Fuß ein bisschen hoch, falls ihr so eine leicht laufende Position haben wollt. Die Hände haben natürlich einmal hier 360 Grad Ellenbogengelenk. Ihr könnt es zur Seite winkeln. Die Hände, wie gesagt, die unteren Arme lassen sich drehen. Die Fäuste lassen sich leider nicht wirklich drehen. Was ich ein bisschen schade finde, aber es lässt sich nicht anders machen. Und der Kopf ist eigentlich auf so einem kleinen Balljoint, aber dieses Balljoint kann man nicht wirklich groß bewegen. Ihr könnt ein bisschen kippen lassen, als wenn er nickt. Aber das war es dann auch schon. Den Kopf könnt ihr leider auch nicht so leicht um 360 Grad drehen, wenn müsst ihr schon sehr aufpassen, denn hier diese Kanten des Kopfes kommen hier oben auf diese Gelenke quasi, dadurch blockieren sie ein bisschen, da bitte aufpassen.
Und ihr seht auch selbst ziemlich coole Lightpipe-Funktionen. Was ich auch ziemlich geil finde an dieser Figur, dass diese Lightpipe-Funktion genauso wie bei allen anderen Figuren von den TFC-Toys natürlich sehr gut verarbeitet worden. Das heißt, ihr könnt richtig effektiv, zeige ich das mal. Ihr seht selbst, die Lightpipe-Funktion ist einfach nur mega geil. Es hat auch so eine leichte Diamantenoptik vorne das Frontvisier, das finde ich auch noch ziemlich cool. Ja, wie gesagt, die Figur ist ziemlich geil gemacht. Sehr bullig, was mir aber auch sehr gefällt. Und ihr habt dann natürlich auch noch den sogenannten Roboter-Modus, den ihr quasi umbauen könnt in den Unterkörper-Modus. Nur um den euch zu zeigen, muss ich natürlich euch erst einmal zeigen, wie man die andere Figur, die ich noch von den Teammembern habe, die anderen fehlen mir leider noch, erstmal natürlich auch nochmal verwandeln. In den Fußmodus. Das zeige ich euch mal ganz kurz. Einmal rum. Im Roboter-Modus ist ja schon richtig. So, das ist ja einmal rum. Rum. So. Ist einmal rum. Auch nochmal. Geht natürlich ziemlich schwer, wie immer. So. Jetzt kommt der Teil natürlich einmal hier rum. Die Halterung festmachen. Da vorne klappen. So, den Beinmodus haben wir jetzt fest. Jetzt kommen wir erstmal, wie gesagt, wieder zu Heavy Labor. Um ihn zu verwandeln, einmal den Kopf unten rein. Die Waffen nehmen wir jetzt erstmal ab. Wie bei allen müssen diese Figuren erstmal wieder in den sogenannten Halbmodus verwandelt werden. Das heißt halb Fahrzeug, halb Roboter. Das heißt, die Rückfläche bilden wir natürlich hier erstmal wieder. So. Hochklappen. Das gleiche hier. Dann mal hier rum. Rum. Ich glaube, das wird mein neues Lieblingswort. So. Dann einmal diese ganze Fläche nach oben. Hier wieder die Ladefläche bilden. Das heißt, hier wieder die Stifte ineinander verbinden. Ebenso. Bei dieser Figur muss ich gleich ganz dazu sagen, genauso wie bei allen anderen Teammembern, ihr braucht gar nicht so zimperlich sein. Das ist ein verdammt hartes Plastik, was echt was aushält. Hier kann sich Hasbro echt mal eine Scheibe von abschneiden. Jetzt klappt ihr einmal den Frontgrill nach oben, dreht den Torso einmal herum. Dann wird quasi der Lendenschurz von Devastator gezeigt. Dann klappt er hier dieses Bein ganz rum. Hier genauso. So klappt dieses Teil komplett nach unten. Und schon haben wir effektiv den Lendenmodus. Das hier wird dann im Normalfall dann auch noch rumgedreht, so nach oben. Hier kommt dann quasi der nächste von den Teammembern dran und den könnt ihr jetzt quasi hier einmal in das Bein klappen. Ja, und ihr seht schon selbst, die Figur wird gigantisch. Ich krieg die gar nicht richtig auf das Bild. Ja, das ist dann quasi dieser Hüftmodus, wenn man den miteinander verbunden hat. Hier würde dann natürlich noch oben drauf der nächste kommen und dann wird der Armmodus von X-Craver dann noch hier drauf und die Figur würde natürlich dann gigantisch werden. Ich freue mich schon auf die nächsten Figuren, die dann folgen werden. Jeden Fall. Was ich natürlich auch cool finde hier in diesem Hüftmodus, ihr könnt dann, wenn ihr hier oben diesen Lendenschurz ein bisschen nach oben klappt, könnt ihr auch richtig hier die Knie knicken, was ich auch ziemlich geil finde. Und könnt dann natürlich auch ziemlich coole Posen machen. Das Bein, wie gesagt, könnt ihr winkeln, wie ihr wollt. Die Hüfte lässt sich ja auch noch drehen. Hier oben. Wie gesagt, ziemlich geil gemacht. Gefällt mir sehr gut. Ich bin echt stolz darauf, die Figuren zu haben und ich freue mich auch schon auf die nächsten Team-Member, bis ich die dann komplett habe.
Was ich aber allerdings hier noch zu dieser Figur ganz kurz dazu sagen muss, die Figur hat ein ganz großes Manko. Leider, wie alle TFC-Toys haben die einen Produktionsfehler. Dieser Produktionsfehler liegt einmal hier unten in diesen Gelenken. Hier unten. Ich versuche das mal ranzuzoomen. Hier drinnen, in diesen Teilen, sind kleine Plastikringe mit kleinen Zähnchen drauf. Diese Ringe sind dafür da, um quasi hier die einzelnen Gelenke so quasi zusammenzubringen. Nachteil daran ist, ihr seht selbst hier, das Bein ist nie gerade, springt immer wieder zurück. Erst wenn es ganz nah ranzieht, ist es gerade. Kleinste Bewegung und springt allerdings wieder raus. Das könnt ihr ganz leicht umgehen, indem ihr quasi einmal dieses Pad hier öffnet, das Bein komplett aufschraubt, komplett die Hüfte aufschraubt, es rausnimmt. Es gibt mittlerweile einen Drittanbieter, der hierzu einen Ersatzteil anbietet, aus Metall komplett. Das heißt, danach gibt es keine Abreibung mehr dieses Plastiks und es hält bombenfest. Was ihr allerdings auch machen könnt, ist die Federung, die hier unten drin ist, unter diesem Plastikrädchen einfach rausnehmen. Die Gelenke gehen dann trotzdem noch ziemlich gut, allerdings ist da nicht mehr so viel Druck dahinter und die Figur hat dann keine Abnutzfunktion, also keine Abnutzungserscheinung mehr quasi. Ja, bei YouTube findet man dazu natürlich auch eine ganze Menge Anleitungen, wie man das macht. Ja, wie gesagt, die Figur im Fahrzeugmodus sehr bulkig. Leider kann das Teil nicht nach hinten kippen, was ich sehr schade finde, um so ein paar Illusionen von Baufahrzeugen eben zu bieten, wenn man jetzt hier hinstellt, ein kleines Diorama erstellen will, etc. Sehr schade, dadurch einen Punkt Abzug. 9 von 10 Punkten möchte ich der Figur trotzdem geben. Im Robotermodus gefällt mir die Figur eigentlich auch sehr gut. Hier ist nur das Manko an dieser Figur, dass sie ein bisschen Heavy Load, also nach hinten fällt quasi. Sie ist, ja, wegen diesem ganzen Teil kippt halt ziemlich leicht. Ansonsten muss ich hier ganz ehrlich sagen, auch 9 von 10 Punkten. Der, ja, Unterkörpermodus ist sehr eingeschränkt, leider. Man kann, wenn man die Figur alleine hat, nichts wirklich damit machen. Trotzdem auch hier nur 9 von 10 Punkten, weil er trotzdem sehr stimmig ist und auch ins Gesamtbild passt. Allgemein 9 von 10 Punkten für die Figur. Wenn man natürlich die Repro-Labels hier dran hat, wird es natürlich nochmal ein bisschen schöner. Allgemein kann ich trotzdem die Figur empfehlen. Auch wie bei allen anderen Figuren kostet die Figur so in etwa bei eBay 70 Euro plus Porto plus Versand aus dem Ausland plus Zollgebühren kommen wir hier trotzdem pro Figur auch hier wieder auf knapp 100 Euro. Lässt sich auf jeden Fall trotzdem ziemlich gut in die Vitrine stellen und ich werde auch die mal anderen Figuren holen, auch wenn ich zugeben muss, dass dann alle Figuren zusammen, wenn ich alle 6 zusammen habe, knapp 600 Euro gekostet haben. Plus Repro-Labels, die auch nochmal knapp 50 Euro kosten, um alle Sticker quasi anzubringen an den Figuren. Man kann sagen, rund 650 Euro wird es mich mit Sicherheit kosten. Es lohnt sich aber auf jeden Fall. Und es gibt in den USA zwar auch Sets bei eBay für alle Members zusammen, plus Repro-Labels im Durchschnitt für 350 bis 450 Euro. Ich muss gleich aber warnen. Vorsicht, es mag zwar günstig klingen, aber wenn ihr dann Zollgebühren dazu rechnet, die ab 50 Euro wert auf euch zukommen, plus ab 300 Euro nochmal eine gewisse Zusatzsumme, eine Pauschale hinzukommt, seid ihr alles in allem dann trotzdem auf fast 600 Euro. Seid vorsichtig. Lasst euch nicht da zu sehr verleiten, ein günstiges Allgemeinset zu holen. Holt sie euch lieber wie ich jeden Monat einzeln, Stück für Stück. Es ist günstiger, ihr kommt billiger dran, ihr spart mehr Zoll, weil ihr halt auch unter den Gesamtbeträgen seid. Die ganzen Pauschalen fallen weg. Ja, holt sie euch, es lohnt sich. Das war's so für heute, für mich. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Euer Rex4.